Einige Wochen vor der Wahl trifft die Wahlbenachrichtigung ein. Neben dem Gang ins Wahllokal ist auch die Briefwahl möglich. Jeder Wähler hat zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen wir einen Direktkandidaten aus unserem Wahlkreis. Wer seinen Wahlkreis gewinnt, zieht direkt in den Bundestag ein. Mit der Zweitstimme wählen wir eine Partei. So entscheidet sich, wie viele Sitze sie im Bundestag bekommt, also wie stark sie vertreten ist. Die gewonnenen Sitze einer Partei werden zunächst mit den Direktkandidaten besetzt. Die restlichen Plätze werden mit Kandidaten der Landesliste aufgefüllt. Auch die Kanzlerkandidaten müssen also ihren Wahlkreis gewinnen oder über einen Listenplatz einziehen. Nach der Regierungsbildung wählen die Abgeordneten die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler.